Es regnet im Pilzkönigreich, daher sind Mario und Luigi zu Hause und malen, aber sie kritzeln auf die Wände. Hoffentlich kriegen sie keinen Ärger. Nur noch das Kleid, dann ist mein Bild fertig. Ja, meins ist auch gleich fertig, du wirst Augen machen. So, tada, das ist Prinzessin Peach. Sie sieht schön aus, oder? Ja, ganz nett, aber mein Bild ist tausendmal schöner. Schau mal. Da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Moment mal, wer soll das denn bitte sein? Professor Igitt? Hä? Nein, das ist nicht der Professor. Das ist Daisy. Ich glaube eher, dass du eine blühende Fantasie hast. Schau mal, ich habe doch viel besser gemalt als du. Bei mir erkennt man sofort, dass es sich um eine Prinzessin handelt. Aber bei dir nicht. Ja, ja, glaubst auch nur... Mario, Luigi, schön, dass ihr hier seid. Ach du liebe Zeit, was ist denn hier passiert? Mario, Luigi, ihr habt die Wand angemalt. Alles ist zugekritzelt, die ganze Tapete voller Farbe. Oh, hey, Prinzessin Peach, schau mal, ich habe ein Bild von dir gemalt. Ist das nicht toll geworden? Sag schon. Das ist doch perfekt, es sieht aus wie du. Ha, dass ich nicht lache. Schau dir das mal an, Peach. Erkennst du sie? Das ist Daisy, deine Freundin. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ich bin sauer. Warum in aller Welt habt ihr das getan? Wir wollten dir eine Freude machen und haben deswegen ein schönes Bild gemalt. Genau. Außerdem regnet es heute. Da wollten wir den Nachmittag damit verbringen, etwas zu malen. Aber ihr könnt doch nicht auf die weiße Tapete malen. Das geht nicht. Schaut euch das mal an. Och Mann, Peach. Aber... Kein Aber. Wisst ihr was? Ihr habt jetzt erstmal Hausarrest und dürft nicht nach draußen, um zu spielen. Hausarrest? Wir beide? Oh nein, Mario, das ist schrecklich. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, Mario. Wir können nur in unserem Zimmer sitzen und nichts tun. Das ist so langweilig. Wir können nur aus dem Fenster schauen und... Hä? Luigi, komm mal schnell. Guck mal da draußen. Da laufen Goombas rum. Luigi, ich habe eine Idee. Geh mal ans Telefon und ruf Yoshi und Birdo an. Die sollen zu uns nach Hause kommen. In der Zwischenzeit werde ich die Goombas anlocken, damit wir sie mit Farbe bespritzen können, okay? Haha, okay, das klingt nach Spaß, Mario. Hey, ihr Goombas da draußen. Edgy Badge. Kommt doch zu mir, wenn ihr euch traut, ihr alten Stinkpilze. Luigi, sie kommen. Okay, schnell auf Position. Die Goombas sind da. Uiuiui. Und jetzt spritzen wir sie mit Farbe voll. Luigi und ich gegen euch zwei. Yoshi! Oh, Achtung, Luigi, beeil dich. Wir müssen alle rosa einfärben. Ja, wir schaffen das schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das denke ich auch. Endlich können wir weiter mit Farbe spielen. So ist Hausarrest halb so wild. Ja, perfekt, perfekt. Wenn wir schon nicht mehr Wände bekritzeln dürfen, dann zumindest mal die Goombas mit Farbe ankleksen. Sehr schön. Alle sind bekleckst. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Und jetzt sehen wir mal, wir haben gewonnen. Denn wir haben die meisten Goombas abgeschossen mit der Farbe. Ja, haha. Und jetzt seid ihr dran, Yoshi und Birdo. Ganz genau, haha. Die Verlierer werden mit Farbe bespritzt. Ihr seid dran, haha. Sehr gut. Mario, Luigi, was macht ihr da? Naja, wir wollten nur ein bisschen mit Farbe spielen. Ja, unabhängig davon, dass ihr Hausarrest habt. Ihr könnt doch nicht Yoshi und Birdo abschießen. Ja, aber die zwei haben verloren. Wir dachten, das wäre lustig. Anderen mit Farbe ins Gesicht schießen soll lustig sein? Ich zeig euch mal, was lustig ist. Jetzt spiele ich mit. Ihr seid Team Türkis, ich bin Team Rosa. Möge das bessere Team gewinnen. Luigi, wir müssen jetzt zusammenhalten, okay? Okay, Bruderherz. Ich werde euch zeigen, dass ich euch bezwingen werde. Na dann, los geht's los. 3 Minuten Zeit. Wer wird die meiste Fläche einfärben? Luigi und ich werden das schon auf jeden Fall schaffen. Da bin ich überzeugt. Ja, ja, werden wir doch sehen. Niemand kann so gut mit Farbe umgehen wie ich. Glaub's auch nur du. Die Mario Brothers schaffen alles. Okay, wollen wir doch mal sehen. Was haltet ihr von meiner Farbkrabbe? Ja, das, was du kannst, kann ich schon lange, Prinzessin Peach. Ha, gar nicht mal so übel.
Aber ich werde dich jetzt bezwingen, Mario. Mach dich bereit für die ultimative Farbwaffe. Wo bist du? Da vorne ist Prinzessin Peach. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh weia, sie ist echt gut. Nimm das hier, Mario. Oh nein. Und damit habe ich den ersten K.O. Sehr schön. Und als nächstes werde ich ganz viel Fläche mit Farbe einfärben. Nicht so schnell. Diesmal stoppe ich dich, Prinzessin Peach. Ach ja? Schön, dass du zurück bist, Mario. Was hältst du hiervon? Und kabum! Wieder mal besiegt. Oh nein, Peach ist echt stark. Ein äußerst spannendes Match. Wie es aussieht, liegt das Team von Prinzessin Peach gerade in Führung. Super. Okay, jetzt werden wir aber alles geben. Zusammen mit Luigi. Luigi, streng dich bitte an. Aber wo ist Peach? Ha, sucht ihr mich? Na, nehmt das hier, Jungs. Mit meiner rosa Farbe werde ich euch alle zukleksen. Oh nein, 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 nein. Yeah, damit ist Prinzessin Peach auch mal voller Farbe vollgespritzt. Doch sie kommen bestimmt gleich wieder. Schnell färben wir alles ein. Ha, zurück aufs Schlachtfeld. Wir färben alles pink ein. Nicht so hastig. Mit meiner Farbkrabbe werde ich alles türkis einfärben. Du hast keine Chance, Prinzessin Peach. Dass ich nicht lache. So eine Farbkrabbe kann mir keine Angst einjagen. Schnell, alles wird pink. Wie es aussieht, sichern sich die Mario Brothers größere Teile des Schlachtfelds. Es bleibt spannend. Oh nein, die letzte Minute bricht an. Oh, haha. Siehst du, Mario? Als ob du eine Chance gegen mich hättest. Bruderherz, ich werde dich rächen. Jetzt kommt Luigi Power. Ich werde mit meinem Pinsel einfach eine große, lange Spur legen. Nicht so schnell, Luigi. Stehen geblieben, hab ich dich. Oh nein. Ihr habt keine Chance gegen Team Pink. Der arme Luigi. Prinzessin Peach, stehen geblieben. Aha, da bist du ja wieder, Mario. Nimm das. Pinke Farbe ins Gesicht. Oh nein. Wenn das so weitergeht, gewinne ich noch. Obwohl Prinzessin Peach echt stark ist, sieht es sehr ausgeglichen aus. Wer wird hier wohl den Sieg nach Hause nehmen? Los geht's, Mario, ich komme. Oh, da vorne ist Prinzessin Peach. Diesmal schnapp ich dich. Ach ja, Luigi, na komm her. Autschi, Baba, Autschi. Oh, die haben sich ja gegenseitig gerade besiegt. Noch 5 Sekunden Spielzeit. Oh nein, ich muss schnell zurück. Ich muss noch was einfärben. Und es ist vorbei. Das war's. Wer hat gewonnen? Das sieht nach einem Gleichstand aus. Aber am Ende gewinnt Team Mario Brothers. Yeah! Mario, Luigi, ich gratuliere euch. Ihr seid echt besser, als ich dachte. Aber könnt ihr mir bitte verraten, warum ihr die ganze Wand angekritzelt habt? Naja, das wollten wir dir ja vorher erklären. Wir haben zum Malen kein Papier mehr gehabt. Was? Ist das wirklich alles? Sag das doch gleich. Hier, bitteschön, Papier und Stifte. Viel Spaß. Yeah, juhu, endlich können wir weitermalen. Boah, guck mal, das ist ein Super Mario. Und ganz viele tolle Katzenbilder. Nicht schlecht, guck mal, ich habe Rosalina gezeichnet. Kennt ihr schon die Geschichte, in der Prinzessin Peach einen Schnurrbart möchte? Klickt hier auf dieses Video, um euch diese Geschichte anzusehen. Na dann, bleibt katztastisch.